Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um das Thema Erstausstattung für die Babykleidung. Also was ich alles gekauft habe, was ich sehr nützlich fand und was ich eigentlich auch nicht gebraucht habe, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall noch bis zum Ende dran, denn am Ende bekommt ihr noch meine Empfehlungen, was ihr an Kleidungsstücken braucht und vor allem wie viel ihr braucht. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Sind jetzt 8 Wochen rum und ich habe vor einer Woche Arians Kleidung aussortiert, von der 56 auf die 62, denn er hat nach der Geburt gleich in die 56 reingepasst und deswegen konnte ich mir die ganzen 50er Sachen sparen, was ich auch schon vermutet hatte und deswegen auch nur so ein paar Bodies da hatte für den Fall der Fälle. Hier an dieser Stelle möchte ich gleich ein bisschen Werbung machen für meinen Vinted-Account. Da könnt ihr nämlich gerne mal vorbeischauen, falls ihr noch Babysachen sucht. Bitte befreit mich, sage ich nur. Ich habe Unmengen an Babykleidung, die ich gerne verkaufen möchte, weil ich einfach keinen Platz mehr dafür habe. Denn es muss auch nicht sinnlos bei mir rumliegen. Also schaut gerne mal in der Videobeschreibung nach. Da ist der Link zu meinem Vinted-Profil und da könnt ihr ja mal ein bisschen durchstöbern. Also vorneweg kann ich schon mal sagen, ich hatte viel zu viel Babykleidung. Aber daran war ich nicht komplett allein schuld, denn ich habe sehr, sehr viel geschenkt bekommen. Ich habe relativ wenig selbst gekauft. Also ich habe schon ein bisschen was gekauft, was ich sehr süß fand, aber ich habe auch sehr viel geschenkt bekommen. Und ich würde sagen, wir starten mit der Kategorie Bodies. Und zwar gibt es da ja diese Langarm-Bodies und diese Kurzarm-Bodies. Und ich habe generell fast nur Bodies gehabt mit dieser Wickeloptik, also wo man hier an der Seite diese Knöpfe hat, also Wickelbodies direkt. Und genau, die finde ich auch sehr, sehr nützlich, muss ich sagen. Also ich hatte so ein paar Bodies, wo ich die über den Kopf ziehen musste. Das fand er aber absolut blöd, muss man schon dazu sagen. Da sind die echt viel, viel besser. Ich habe ein Winterbaby gekriegt, November 2021. Ich habe nur Langarm-Bodies verwendet und keine Kurzarm-Bodies. Ich hatte ein paar Kurzarm-Bodies, ungefähr so, ja, so 8 Stück. Und die habe ich halt alle nicht benutzt. Genau, ich weiß nicht, warum ich mir welche gekauft habe. Ich habe mir tatsächlich welche gekauft, also ich habe keine geschenkt bekommen. Ich habe mir welche gekauft, weil ich gedacht habe, ich brauche die. Aber ich habe sie nicht gebraucht und das kann ich auch jedem ans Herz legen, der ein Winterbaby kriegt. Ihr braucht keine Kurzarmbodies. Zumindest nicht, wenn ihr das so handhabt wie wir. Also unser Arian trägt immer ein Langarmbody, dann trägt er 2 Paar Söckchen, ein Pullover und eine Hose. Genau, weil bei uns ist es relativ frisch in der Wohnung. Also ich lasse ihn nicht nur im Body. Bei uns ist es immer relativ kalt, weil er einfach im Kalten besser schlafen kann. Und da er ja bei uns im Schlafzimmer schläft und das gerade unser Hauptaufenthaltsort ist, da ist es dann relativ kühl. Und er kriegt dann noch eine Decke drüber und dann ist gut. Aber ich lasse ihn halt nicht in der Wohnung nur mit Body. Das finde ich ein bisschen zu frisch. Kurzarmbodies waren einfach für uns keine Option, weil ich auch unter dem Pullover dann ein Langarmbody angezogen habe. Genau. Was ich grundsätzlich am Anfang zu wenig hatte, waren Pullover. Ich hatte ganz dünne Pullover nur und ich wollte aber auch ein paar dickere haben, gerade wenn es kalt ist halt. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe am Anfang das falsche Bild gehabt. Ich habe am Anfang gedacht, vor der Geburt, man zieht ein Body an und eine Hose und ein paar Söckchen und eine Jacke. Könnte man ja auch machen, kein Ding, aber ist jetzt für mich nicht die beste Option gewesen. Deswegen habe ich mir noch ein paar Pullover dazu bestellt, beziehungsweise habe ich bei H&M einfach gleich so ein Pullover- und Hosenset bestellt. Das zeige ich euch auch gleich mal. Genau, die fand ich nämlich auch sehr, sehr nützlich. Genau, und zwar hatte ich hier diese Sets. Die sind auch wieder hier mit Knöpfen, was das Anziehen erheblich erleichtert. Und das war halt eine Hose und ein Pullover und davon hatte ich mehrere. Und die fand ich sehr, sehr gut. Also die habe ich sehr gerne angezogen, weil es halt einfach schnell ging. Konnte man auch schnell mal wechseln. Und ja, das Baby war immer gut eingepackt. Ich hatte tatsächlich dünnere Pullover als diesen hier. Hatte ich generell weniger an, weil ich dann halt einfach nur eine Jacke drüber ziehen musste, weil es ihm sonst zu frisch geworden wäre. Ja, genau. Also ich habe dann diese Sets nachbestellt und hatte dann so um die 5 bis 8 Pullover, dickere Pullover und mit denen bin ich auch echt gut zurechtgekommen.
Ich kann ja noch kurz sagen, von den Langarm-Bodies hatte ich sehr, sehr viele. Also ich hatte, glaube ich, 15 Stück oder so. Fand das aber auch in Ordnung. Also man kann weniger haben, aber ich wasche generell weniger, weil Arian kein Spuckkind ist. Also wasche ich nur, wenn er die Sachen 2 bis 3 Tage mal anhatte oder sie halt schmutzig geworden sind. Wenn wir jetzt schon bei den Pullovern waren, kommen wir gleich nochmal zu den T-Shirts. Ich hatte auch ganz viele T-Shirts, habe ich alle nicht gebraucht. Ich hatte ungefähr 10 Stück oder so. Warum auch immer, weiß ich nicht. Warum ich T-Shirts gekauft habe für ein Winterbaby, ich weiß es nicht. Aber ja, ich hatte ganz viele, habe sie nicht gebraucht. Grundsätzlich muss ich ihn aber am Tag nicht öfter umziehen, weil er sich einfach nicht bespuckt. Da habe ich echt Glück und fand aber die Anzahl deswegen angemessen, weil ich immer etwas da hatte, auch wenn mal 5, 6 Bodies in der Wäsche waren. Dann kommen wir zum Thema Jacken. Jacken hatte ich ja nicht mehr als 5 oder so. Ich hatte ein paar dünnere Jäckchen und ein paar dickere. Ich habe sehr gerne dünne Jacken, also dünnere Jacken angezogen über diesen Pullover, wenn wir jetzt rausgegangen sind und ich ihn in der Trage hatte, weil er dann einfach meine Körperwärme noch gespürt hat. Genau. Und deswegen hatte ich immer nur so 1, 2 Jacken, die ich auch wirklich öfter angezogen habe und den Rest dann nicht. Des Weiteren hatte ich hier so eine Winterjacke. Die habe ich gebraucht, bei einer Freundin gekauft. Und die hatte ich leider kein einziges Mal an, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Weil er in seinem Kinderwagen einen Lammfellfußsack hat. Und da hat eine dünne Jacke vollkommen ausgereicht, weil er so schon manchmal ein bisschen geschwitzt hat. Und da wäre eine dicke Jacke einfach überflüssig gewesen. Wenn man natürlich aber sein Kind nicht in so einen Sack reinsteckt oder über der Jacke trägt, also nicht mit in der Jacke, dann würde ich auf jeden Fall so eine Jacke mit einplanen. Aber ich habe sie jetzt leider halt nicht gebraucht. Das gleiche gilt übrigens auch für solche süßen Overalls. Die habe ich tatsächlich auch nicht genutzt. Weil ich sie einfach unpraktisch fand, tatsächlich. Also die sind super süß, auch mit den Füßen und so. Aber ich habe sie einfach nicht gebraucht, weil es ihm zu warm geworden wäre. Ich habe jetzt noch einen Größe 62. Den benutze ich tatsächlich noch, aber halt nur, wenn ich zu meinen Eltern gehe, weil die in dem Kinderwagen keinen Lammfellfußsack drin haben. Und so packe ich ihn dann dick ein und dann ist es in Ordnung. Dann zu der Kategorie Strampler. Hatte ich am Anfang, also direkt nach der Geburt, die ersten 2 bis 4 Wochen sehr, sehr gerne an, aber dann irgendwie nicht mehr. Also ich weiß auch nicht warum, aber es war nicht meins. Also keine Ahnung. Es war dann vielleicht auch so, weil die Strampler dann relativ schnell zu klein waren. Arian ist relativ schnell gewachsen, hat auch lange Beine. Und die Strampler, die ich hatte, die hatten unten so Füßchen dran, also so kleine, also es war halt zu und das war dann zu klein. Und hätte ich jetzt auch schon auf die nächste Größe umsteigen müssen, obwohl halt seine anderen Sachen noch gepasst haben. Und das wollte ich dann nicht und deswegen habe ich auch keine Strampler mehr angezogen. Aber ich hatte welche, ich hatte so ungefähr 5, 6 Stück. Und ja, wie gesagt, am Anfang nach der Geburt hatte ich die gerne an. Dann zu den Hosen. Hosen hatte ich auch sehr, sehr, sehr viele. Ich hatte von allem recht viel eigentlich. Hatte aber auch so meine Favoritensachen. Also ich habe nicht alles angezogen, weil mir halt auch einfach manches dann überhaupt nicht gefallen hat. Also genau, ich hatte so, ja, keine Ahnung, 12 bis 15 Hosen tatsächlich. Also sehr, sehr viele. Jetzt habe ich gerade noch mehr in Größe 62. Aber wie gesagt, ich habe halt vieles geschenkt bekommen und deswegen hat sich das auch manchmal ein bisschen gedoppelt. Gerade so Sachen von H&M. Genau, aber ich hatte so 12 bis 15 Hosen und hatte davon, keine Ahnung, 8 Stück mal an oder so. Also immer im Wechsel halt. Ich hatte sehr, sehr viele Jeanshosen in Größe 56. Kann ich euch gleich mal ein paar Beispiele zeigen. Die hatte ich gar nicht an. Also gerade von meiner Oma habe ich sowas geschenkt bekommen vom Kick oder so. Da gibt es ja recht süße Sachen eigentlich trotzdem. Und ja, die habe ich aber nie angezogen, weil wer zieht denn seinem kleinen Baby schon eine Jeanshose an? Es ist halt einfach sehr unbequem, gerade am Anfang. Ich finde, das muss nicht sein und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Hier mal so als Beispiel, so eine Hose zum Beispiel habe ich gehabt. Die geht ja tatsächlich noch, die hat hier unten, hier oben so einen schönen weichen Bund, der auch nicht drückt und hier unten auch. Aber trotzdem bevorzuge ich eine Stoffhose, so eine Jeanshose auf jeden Fall. In der Nacht trägt Arian einen Schlafsack. Je nachdem trägt er einen dünnen und einen dicken, beziehungsweise dann halt einen Pyjama und einen dicken Schlafsack drüber. Je nachdem, was gerade in der Wäsche ist und was nicht.
Dann kommen wir jetzt noch zum Thema Socken, Mützen, Schals, Handschuhe, würde ich mal sagen. Also ich habe euch hier mal meine Sockenbox rausgeholt. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich habe, glaube ich, 3 Paar aussortiert, die relativ klein waren. Habe hier aber auch noch welche drin, die süß sind, aber die Arian auch gar nicht mehr passen. So zum Beispiel diese kleinen süßen I Love Dad und I Love Mom Söckchen habe ich hier. Genau. Die passen ihm jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe grundsätzlich immer ein paar dünne Socken an, zum Beispiel solche. Und dann halt etwas dickere, dann einfach über die Hose noch drüber gezogen. Und damit kommen wir auch ganz gut klar und brauchen halt auch keine Schuhe. Wir haben so kleine Stoffschüchen oder so. Wartet, kann ich euch ja mal zeigen. Sowas haben wir auch. Aber das hatten wir bis jetzt auch noch nicht an. Vielleicht sollten wir es mal tun. Also die wirken sehr, sehr warm und weich. Könnte man ja auch einfach mal drüber ziehen. Haben wir aber bis jetzt noch nicht gemacht. Also würde ich sagen, braucht man am Anfang jetzt auch nicht unbedingt. Ja, Thema Handschuhe kann ich auf jeden Fall sagen, hatten wir nur einmal verwendet, obwohl wir ein Winterbaby haben. Ich habe sehr, sehr viele Handschuhe, so kleine Fäustlinge und flauschige und dickere. Aber haben wir halt nicht verwendet, weil er braucht es nicht, er mag das nicht. Wenn es richtig, richtig kalt war und er im Kinderwagen war, ja, dann hatte ich das einmal an. Aber sonst habe ich ihn meistens in der Trage, da sind die Hände eh bei mir am Körper. Oder wenn wir im Kinderwagen unterwegs sind, hat er sie entweder drin im Lammfellsack oder hat sie tatsächlich sehr, sehr gerne auch draußen. Arian hat irgendwie so einen Tick, dass er einen Arm immer draußen haben muss, also immer auf dem Lammfellsack. Der andere kann drin sein, aber einer muss immer draußen sein. Man sagt ja außerdem, solange der Körper warm ist und hier die Nackenfalte schön warm ist und nicht ausgekühlt ist, ist grundsätzlich die Temperatur der Hände und Füße egal, sag ich mal. Arian neigt in der Nacht zum Beispiel auch dazu, dass er sehr, sehr kalte Hände hat. Füße sind immer warm im Schlafsack, aber die Hände sind halt relativ kalt und ja, ist halt einfach so. Ja, jetzt zu den Mützen. Dann kann ich euch ein paar Beispiele zeigen. Also die tragen wir jetzt aktuell. Das ist Größe 62, 68. Das ist eine normale Mütze, die man binden kann. Wir haben aber auch welche mit so Ohren... Ohrenpads? Oh Gott, wie nennt sich das denn? Habe ich ein Beispiel? Ja, ich habe ein Beispiel. Hier, wo so die Ohren mit dran genäht sind. Also, dass auch schön wirklich das ganze Ohr drin ist. Finde ich sehr, sehr praktisch tatsächlich. Hatten wir auch getragen, aber Arian mag generell keine Mützen. Das ist schrecklich. Also wir verwenden natürlich immer eine Mütze, wenn wir rausgehen, aber er mag sie halt einfach überhaupt nicht. Und wenn ich dann noch was zubinden muss, erst recht nicht. Genau, also ich habe hier auch sehr, sehr, sehr viele Mützen, die ich halt auch fast alle nicht getragen habe oder die er fast nicht getragen hat. Ja, einfach, weil wir immer so 1, 2 Favoritenmützen haben. Dann, wie ich schon gesagt habe, kommen wir jetzt zu meinen Empfehlungen, wie ich es nochmal handhaben würde, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde. Genau, fangen wir bei den Bodies an, ganz klar. Bei einem Winterbaby, finde ich, bräuchte man schon so 10 bis 12 Langarmbodies, am besten Wickelbodies. Damit hat man eigentlich ganz gut ausgesorgt. Falls man ein Spuckkind hat und öfters am Tag auch bis auf den Body alles wechseln muss, dann müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr einplanen. Aber so 10 bis 12 Bodies finde ich sehr realistisch. Hosen und Pullover kann ich das gleiche sagen. Also da würde ich vielleicht so 5 bis 10 sagen, die man wirklich braucht. Wie gesagt, ich fand dieses Set von H&M sehr, sehr praktisch. Was ihr vielleicht auch rausgehört habt, ich habe keine Strumpfhosen verwendet. Ich habe welche da, aber ich habe keine verwendet, weil Arian einfach generell nicht so schnell friert. Wenn natürlich euer Kind sehr viel friert, dann sollte man auch, glaube ich, unter die Hose noch eine Strumpfhose ziehen. Aber das haben wir bei Arian nicht gebraucht. Deswegen sind 5 bis 10 solche Sets von Pullover und Hose auf jeden Fall auch realistisch. Oder halt generell einfach einzeln. Man muss ja keine Sets kaufen. Strampler sollte man, glaube ich, auf jeden Fall einfach mal da haben. Da braucht man nicht so wie ich 10 Stück, sondern ich denke mal so 2, 3 würden auf jeden Fall reichen. Genau. Genauso wie Pyjamas. Aber da müsst ihr einfach gucken, wie ihr euer Kind nachts schlafen legen möchtet. Ob mit Decke oder im Schlafsack. Das ist natürlich euch überlassen. Natürlich empfehle ich den Schlafsack, weil einfach das Risiko viel, viel geringer ist, dass das Kind sich die Decke aufs Gesicht strampelt und dann vielleicht erstickt. Auf jeden Fall empfehle ich euch noch eine dicke Winterjacke
oder ein Overall, je nachdem, wie ihr das auch handhabt mit dem Tragen oder mit dem Kinderwagen. Ich finde, man sollte auf jeden Fall eins von beiden da haben, ja, falls man auch viel mit seinem Kind rausgeht. So wie wir, weil wir einen Hund haben, also ich muss auch öfters Gassi gehen. Und wenn ich dann halt diesen Fußsack oder meine Tragejacke mal nicht mit habe, dann lohnt sich auf jeden Fall so ein Overall oder eine Winterjacke. Dann auf jeden Fall Mützen, Socken, Schals kann man eigentlich nie genug haben, sage ich mal. Achtet vielleicht vorher auch drauf, was ihr für Mützen wollt. Wie gesagt, mein Baby mag das gar nicht, Mützen und vor allem Mützen zum Zubinden noch weniger. Aber sie sind halt sehr, sehr praktisch und deswegen greifen wir auch darauf zurück. Mein Tipp jetzt noch an euch, lasst euch nicht so viel schenken. Denn wie man bei mir gemerkt hat, ich habe viel zu viele Sachen und konnte sie auch alle einfach nicht anziehen. Gerade halt auch, weil Geschmäcker verschieden sind und was vielleicht meiner Oma oder meiner Tante gefallen hat, hat vielleicht mir nicht so gefallen. Aber ja, man zieht es ja dann trotzdem mal an, einfach damit das Baby das halt mal anhatte. Genau, also sagt euren Verwandten lieber, sie sollen euch lieber Gutscheine schenken, wenn sie euch was schenken möchten, damit es am Ende nicht so viel ist wie bei mir, weil ich habe jetzt das Problem, dass ich das alles nicht wegkriege. Ich habe hier Unmengen an Babykleidung, ich kann euch gleich mal ein Video einblenden, wie das hier neben mir aussieht. ja, genau. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben zum Thema Babykleidung, Erstausstattung. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!